auf dem Dach besagten Affentropenhauses, das bedeckt mit leicht entflammbaren Kunststoffpaneelen Feuer fing. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern wieder eingeschlossen. Der eingeschlossenen Tiere, 50 Tiere, mehr als 50 Tiere, kleine Affen, Flughunde, verschiedene Vögel, auch 8 große Menschenaffen, darunter 5 Orang-Utans, Patriarch Bunjo, seine Tochter Changi, die wundervolle Sungai, Lea und Baby, jetzige heiße Baby Surya. Auch Schimpansen-Clan-Chef Charlie kommt zu Tode. Desgleichen Gorilla, Kordan, Boma und der unvergessene große Gorilla-Schildrücken, der große Massa. Sie alle verbrannten bei lebendigen Leibe. Wie durch ein Wunder überlebten 2 der Tiere dieses Brandinferno. Schimpanse Limbo, 27 Jahre alt seiner Zeit, und Schimpanse Bali, 47. Sie wurden schwer brandverletzt, Bali mehr, Limbo etwas weniger, tiermedizinisch erst versorgt und wurden dann am selben Tag der Brandnacht in einen Absperrraum hinter den Kulissen im neu gebauten Gorilla-Haus verbracht. Ein Absperrraum, der für die dauerhafte Haltung von Tieren völlig ungeeignet ist. Er umfasst eine Grundfläche von 27,5 Quadratmetern plus 2 angeschlossene, winzig kleine Schlafboxen, Größe jeweils 7,5 Quadratmeter. Die beiden Schimpansen Bali und Limbo haben diesen Innenbunker, der bis auf ein kleines Seitenfenster außerhalb eines Versorgungsganges und intransparente Oberlichten keinerlei Fenster oder Blick nach draußen zulässt. Sie haben diesen Innenbunker seit der Brandnacht nicht mehr verlassen. Sie sitzen dort seit 2 Jahren, seit geschlagenen 2 Jahren ein, ohne Beschäftigung, ohne irgendetwas tun zu können, was die Situation dort drin für sie erträglicher machen würde. Der einzige Kontakt, den sie zur Welt nach außen haben, sie leben ja völlig isoliert, nur die beiden, der einzige Kontakt besteht darin, dass ihnen Wärter des Zoos täglich ihr Essen bringen und ab und an vielleicht ein wenig Klickertraining mit ihnen veranstalten, wie man es aus der Hundeschule kennt. Halt mal deinen Arm raus, dann kriegst du einen Keks dafür. Ja. Mehr wird mit diesen Affen nicht getan. Mehr tun sie nicht. Sie sitzen rund um die Uhr, Tag für Tag, Woche für Woche, inzwischen Jahr für Jahr, in diesem Innenbunker drin, versinken in Lethargie und Teilnahmslosigkeit und zeigen inzwischen eindeutige Symptome klinischer Depression. Es gibt für die beiden kein Außengehege, in das sie wenigstens ab und an mal für ein paar Stunden rausgehen, sich die Füße vertreten könnten. Sie sind in diesem Bunker eingesperrt, isoliert. Nun könnten Zyniker sagen, ja gut, Außengehege hatten sie ja vorher auch nicht. In der Tat hat dieses abgebrannte Affenhaus für die drin eingesperrten Tiere kein Freigehege vorgesehen gehabt. Insofern konnten die Tiere während der Brandkatastrophe sich auch nicht möglicherweise in ein Außengehege flüchten. Es gab solches nicht. Das heißt, die Tiere lebten seit Anbeginn in einem rund und geschlossenen Bunkerbau, fensterlos, auf Betonboden, konnten nie ins Freie. Auch jetzt in diesen 2 Jahren, in denen die Tiere in diesem Bunkerraum, in diesem Absperrraum einsetzen, waren sie noch nie draußen. Mit anderen Worten, Schimpanse Limbo, inzwischen 28 Jahre alt, hat noch nie in seinem Leben einen Grashalm unter den Füßen gespürt. Er hat noch nie in seinem Leben einen Sonnenstrahl auf seiner Nase gespürt. Er hat noch nie ein Leben kennengelernt außerhalb meterhoher Betonmauern um ihn herum. Und auch Bali, inzwischen fast 49 Jahre alt, kann sich vermutlich nicht mehr daran erinnern, wie Waldboden oder Grasboden sich anfühlt. Sie war im Alter von 3 oder knapp 4 Jahren der Wildnis entrissen worden
ihren Eltern Interessen, ihrer Familie Interessen, ihrer Heimat Interessen in Afrika. Ich glaube, Sierra Leone oder sonst irgendwo im Regenwaldgürtel. Und war als Baby oder Kleinkind an den Zoo in Krefeld verhökert worden, verkauft worden. Sie sitzt seit ihrer Ankunft hier in Krefeld, sprich seit 45 Jahren, sitzt die auf nacktem Beton im alten Affentropenhaus oder jetzt in diesem 27,5 Quadratmeter großen Betonbunker hinter den Kulissen im neuen Gorilla-Haus. Der Zoo hat die Haltung der beiden Tiere in diesem Bunkerraum eineinhalb Jahre lang gerechtfertigt, erklärt und gerechtfertigt damit, dass er sagte, ja, wir wollen die beiden ja schnellstmöglich in einen anderen Zoo abgeben. Die Unterbringung in diesem Bunkerraum sei ja nur vorübergehend, eine Art Notlösung, bis sie ihre Brandverletzungen und ihre Traumatisierung überwunden hätten, dann würden sie in einen anderen Zoo abgegeben werden. Nun hat ein halbes Jahr nach der Brandnacht ein anerkanntes Primatenrefugium in Wales, das Wales Ape and Monkey Sanctuary, dem Zoo angeboten, die beiden Tiere sofort zu übernehmen, sogar auf eigene Kosten. Das Primatenrefugium in Wales hätte den Transport organisiert und hätte auf eigene Kosten die beiden in diesem Sanctuary in Wales untergebracht, auf Lebenszeit versorgt und verpflegt. Sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, dort in diesem Sanctuary, das über 20-jährige Erfahrung verfügt in der Rehabilitation und Resozialisierung traumatisierter Affen und Menschenaffen. Es leben im Augenblick an die 100 Primaten ihrer Sorte dort, auch 8 Schimpansen. Wie gesagt, Erfahrung, 20 Jahre mit der Integration von traumatisierten Tieren, die aus Zoos, aus Zirkussen, aus Pharmalaboren oder auch aus schlechter Privathaltung kommen. Die beiden Schimpansen Bali und Limbo hätten die Möglichkeit gehabt, in diese Gruppe von 8 Schimpansen, die augenblicklich dort leben, integriert zu werden. Schimpansen sind absolute Familientiere, Familienmenschen hätte ich fast gesagt. Die können ohne ihresgleichen, ohne andere Schimpansen nicht leben. Die brauchen andere. Und was, um diese Frage hier jetzt schon einzuschieben, was wird denn passieren, wenn die beiden bis zum Neubau eines irgendwann mal entstehenden Affenhauses dorthin umziehen können. Was würde passieren, wenn Bali, die inzwischen 49 Jahre alt ist, wenn die stirbt und Limbo bleibt alleine zurück? Was passiert dann mit ihm? Die Frage ist völlig umgekehrt. Zurück aber zur Haltung der beiden in diesem Betonbunker. Der Zoo hat eben gerechtfertigt, sie würden dort nicht vorübergehen bleiben. Er hat das Angebot ist von dieser Sanctuary abgelehnt, übrigens mit der Argumentation, er könne und wolle die Tiere nicht dorthin überstellen, weil dieses Primatenrefugium nicht Teil des europäischen Zoodachverbandes sei. Und er werde Tiere grundsätzlich nur in einem Zoo abgeben, der Mitglied dieses Verbandes sei. Welche Absurdität. Natürlich ist das Primatenrefugium nicht Teil des Zoodachverbandes. Na gut, man hat das abgelehnt und hat bis Mitte 2020 die Behauptung verfochten, man suche nach einem anderen Abgabeort, einem anderen Zoo, in dem die beiden überstellt werden könnten, schnellstmöglich. Nun war allerdings von Hause aus klar und hätte auch dem Zoo klar sein können und klar sein müssen, dass das Ansinnen, die in irgendein anderen Zoo in Europa abzuschieben, völlig aussichtslos war. Kein anderer Zoo in Europa würde eine 7, 8, 49-jährige Schimpansin übernehmen, mit der nicht mehr gezüchtet werden kann. Und kein anderer Zoo würde diese Schimpansin übernehmen, zusammen mit einem 7, 28-jährigen submissiven Schimpansenmann, der sich auch nicht zu Zuchtzwecken eignet. Es wäre nicht einmal möglich gewesen, die beiden in einen dieser unsäglichen Amusement-Park-Zoos in Fernost abzuschieben. Nach China oder nach Thailand oder nach Vietnam, in die deutsche Zoos gerne mal Menschenaffen abschieben, die sie nicht mehr brauchen können, überzählige Männer in erster Linie. Nicht einmal die Tiere dann für irgendwelche Zirkusclown-Zwecke verwenden, nicht einmal die hätten die beiden genommen. Trotzdem hat der Zoo, der Krefelder Zoo, noch
Anfang 2020 die Behauptung verfochten, man sei in enger Abstimmung und engen Verhandlungen mit einem europäischen, einem nordeuropäischen Zoo, in dem die beiden überstellt werden könnten. Welcher Zoo das denn gewesen sein sollte, hat der Zoo trotz mehrfacher Nachfrage nie mitgeteilt. Wir wissen es heute nicht, welcher Zoo das gewesen sein sollte. Nachdem 1,5 Jahre nach der Brandkatastrophe immer noch nichts passiert war und immer noch nicht benannt werden konnte, welcher Zoo die beiden denn übernehmen würde, wurde Strafanzeige gegen den Zoo erstattet wegen fortgesetzten Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Diese Strafanzeige wurde erwartungsgemäß, das heißt das Ermittlungsverfahren wurde erwartungsgemäß eingestellt. Gleichwohl teilte die Staatsanwaltschaft Krefeld dem Zoo mit, dass eine fortdauernde Haltung der beiden Schimpansen in diesem Innenbunker nicht statthaft sei. Der Zoo änderte daraufhin seine Strategie und behauptete ab Mitte des letzten Jahres 2021, er wolle die beiden Schimpansen nun plötzlich doch behalten, was vermutlich von Hause aus die Absicht war. Aber nun haben sie halt zugestanden, nein, wir behalten die selbst. Und man wolle sie zum Grundstock machen, gewissermaßen einer neu aufzubauenden Schimpansenzuchtkuppel in einem irgendwann neu gebauten Menschenaffenhaus. Für das kann ich auch jetzt schon sagen, bis heute noch nicht einmal die Finanzplanung steht. Wird also irgendwann einmal passieren. Vermutlich wird dieses Haus, wenn ich die Bauvorhaben in anderen Zoos überschaue, die es in den letzten Jahren gegeben hat, wird dieses Haus frühestens 2025, 2026 bezugsfertig sein, wenn überhaupt. Nun würde dies bedeuten, wenn die beiden Schimpansen Grundstock dieses neuen Hauses und der neu aufzubauenden Zuchtgruppe werden sollen, dass sie ja weiterhin auf Dauer in diesem Innenbunker sein würden. Vor diesem Hintergrund wurde eine zweite Strafanzeige erstattet. Auch die wurde wieder, das Ermittlungsverfahren wurde wieder eingestellt. Nun aber kam der Zoo mit der Idee ums Eck, ja, wir werden diese nicht mehr statthaften Haltungsbedingungen auflösen dadurch, dass wir den beiden ein Außengehege hinstellen. Außengehege heißt in diesem Fall ein an das Gorilla-Haus angefügtes, ein Freiluftkäfig. Dieser Freiluftkäfig steht bis heute noch nicht, ein halbes Jahr später. Nun hat der Zoo, Achtung, wenige Minuten nachdem die Ankündigung für diese jetzige Mahnwache online gestellt war, wenige Minuten nach buchstäblich eine Presseverlautbarung herausgegeben. Man wolle den Außenkäfig jetzt tatsächlich bauen, sehr schnell. Hier wird auf jeden Fall bis Mitte nächsten Jahres, Mitte dieses Jahres stehen. Dann dürften sie da rauskommen. Man habe erst wenige Tage vor dieser Mahnwache eine Baugenehmigung durch die Stadt bekommen. Weil man dazu sagen muss, die Stadt ist Mehrheitseignerin des Zoos. Wenn es tatsächlich eine Baugenehmigung bedurft hätte, hätte es nicht ein halbes Jahr dauern müssen, bis die vorliegt. Aber egal. Dieses Außengehege soll nun tatsächlich gebaut werden. Da ergeben sich drei Fragen. Erstens, warum jetzt erst? Platz war vorher schon da, Geld war auch genügend da. Der Zoo hat nach der Brandkatastrophe Millionen eingeschoben an Spendengeldern. Die Schätzungen gehen zwischen 1,5 und 3,4 Millionen. Es wäre also genügend Geld da gewesen, diesen Affenkäfig, dieses Außengehege zu bauen. Man hat es nicht gemacht. Es wäre auch Platz genug da gewesen, man hat es nicht gemacht. Jetzt will man es also bauen. Warum jetzt erst? Zweitens, warum dauert es ein halbes Jahr? So ein Außenkäfig für Schimpansen, auch ausbruchsicher, kann jeder Baumarkthandwerker in 2 Tagen hinstellen. Das könnte ich sogar, der ich handwerklich nicht sonderlich begabt bin. Jeder könnte es. Und die dritte, also die Antwort auf diese beiden Fragen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Ich weiß nicht, warum das so lange dauern wird, bis es jetzt gebaut wird, wenn es überhaupt gebaut wird. Die dritte Frage kann ich aber schon beantworten. Löst es tatsächlich die untragbaren und unstatthaften Haltungsbedingungen?
das natürlich nicht. Krefeld liegt bekanntlich nicht im tropischen Regenwaldviertel. Die Schimpansen nicht raus können. Die dürfen also nur, wenn es in dieser Gehegebau erstellt werden sollte, dürfen die wenigste Zeit des Jahres da raus. Nämlich nur bei entsprechender Witterung, wenn es da ist. Dann kann ich Tittenreise. Sie würden weiterhin 90% und mehr ihrer Lebenszeit in diesem Innenbunker sitzen. In der kalten Jahreszeit wie bisher auch rund um die Uhr. Das heißt, es wäre allenfalls eine winzige Verbesserung, aber keine Grenzquelle. Die meiste Zeit des Jahres liegen sie weiterhin in diesem Bunker und würden vor sich hin versauern, würden an möglicherweise an Depression sterben. So. Die Forderung muss lauten, unabhängig davon, ob der Zoo jetzt sich bereit findet, einen Außenkäfig zu bauen oder nicht, die Forderung muss lauten, die Schimpansen müssen aus diesem Bunker heraus und zwar jetzt sofort.